Hallo, heute ist Samstag, der 30. Januar 2016. Gegen Ende des letzten Jahres hat sich bei mir etwas manifestiert, was ich als relativ wichtig und entscheidend empfinde. Und zwar bin ich mir endlich relativ sicher geworden, ich bin mir jetzt sicher geworden, welchem Geschlecht oder welcher Geschlechtskategorie oder Identifikation ich mich zuordne. Und zwar, kurz gesagt, ich definiere mich als Neutra. Das war meine These oder meine Arbeitshypothese eigentlich schon von Anfang an. Ich hatte es trotzdem erstmal nur so als Hypothese betrachtet und wollte diese Hypothese mit der Zeit überprüfen, bevor ich sie dann als Tatsache akzeptiere. Das hat sich eben bestätigt, also mit der Zeit über die Monate hinweg hat sich an diesem Gefühl nicht viel verändert. Neutra, für die 3-4 Leute da draußen, die das nicht wissen, ist im Prinzip eine Definition weder Mann noch Frau, wenn man das Geschlechterspektrum Mann-Frau so als Linie, als zweidimensionalen Raum betrachtet, dann liegt zwischen Mann und Frau so ein Grauraum und genau in der Mitte oder irgendwo dazwischen liegt der Raum für Neutra-Menschen. Das ist die einfache Definition, wenn man, wie gesagt, den Geschlechterraum als zweidimensionalen Raum begreift. Es gibt aber auch noch wesentlich mehr und kompliziertere Definitionen und Herangehensweisen. Da kann man das Ganze als multidimensionales Spektrum betrachten. Man kann auch, es gibt auch welche, die sehen sich dann so zur Hälfte Mann und zur Hälfte Frau oder zur Hälfte Neutra. All das gibt es auch noch. Ich möchte darüber gar nicht sinnieren, weil da gibt es andere, die sich besser mit auskennen. Mir ist es auch alles etwas zu speziell und da muss man zu sehr ins Detail gehen. Ich finde Neutra, dieser Begriff, der trifft es eigentlich relativ gut. Ich bin irgendwo dazwischen. Ende. Nein, nicht Ende natürlich, jetzt kommt der wichtigere oder der interessantere Teil. Zumindest für andere. Woran habe ich denn jetzt gemerkt mit der Zeit, dass ich wirklich Neutra bin? Wie habe ich jetzt denn meine These überprüft? Viel überprüfen, so mit mathematischer Beweisführung ist natürlich schlecht. Ich habe es einfach mit der Zeit durch den täglichen Umgang mit mir und mit meinen Mitmenschen mitbekommen. Einerseits, wie ich über mich selbst denke, wie ich über andere denke, wo ich mich so geistig einsortiere. Es war, oder es ist eigentlich fast immer so, wenn Menschen von der Masse von Frauen sprechen, fühle ich mich nicht angesprochen. Wenn man hingegen von der Gruppe der Männer spricht, fühle ich mich genauso wenig angesprochen. Und ich selbst spreche und denke auch immer von den Männern und von den Frauen und nicht von uns Frauen oder von uns Männern. Das ist also auch noch so ein kleines Indiz. Es gibt dann immer wieder mal so Szenen oder Momente im Leben, wo ich mit diesen Einteilungen noch mal konfrontiert werde. Zum Beispiel, ich kaufe ganz gerne Duschgel oder auch manchmal Deos, die eigentlich für Männer gemacht sind. Einfach weil ich den Duft ganz gerne mag. Nicht nur, aber oft. Und da lese ich dann, da steht ja aus irgendeinem Grund steht auf den Deos und auf den Duschgel, die für Männer gemacht sind, immer for men. Und die sind auch immer so dunkelblau oder dunkelgrün, metallic oder schwarz gemacht. Und die anderen sind so pink und hellrot und grün, Fliederfarben, keine Ahnung was. Also die farbliche Einteilung ist relativ klar, damit auch jeder weiß, zu welchem Duschgel er greifen muss. Und ich nehme dann das Duschgel, sehe da, dass da steht for men und denke mir, ja, das Duschgel ist zwar für Männer, aber ich nehme das trotzdem, weil ich rieche das so gerne. Ist also auch wieder so ein Indiz, offenbar kann ich mich nicht mit den Männern identifizieren, aber ich nehme das jetzt trotzdem. Genauso wie wenn ich zum Beispiel zum Sport gehe. Ich bin Prä-Testo und Prä-Alles. Es ist ausgeschlossen, dass ich irgendwo anders hingehe als in die Damenumkleide. Deswegen gehe ich in die Damenumkleide und denke mir aber gleichzeitig auch wieder, jetzt muss ich zu den Frauen in die Umkleide. Ja, mein Gott, die wissen ja nichts. Die denken vielleicht, naja, das ist so eine Kampflesbe, aber bei denen bin ich zumindest, ja, bei denen bin ich optisch zumindest richtig aufgehoben. Aber ich merke immer, wie ich mich von all denen distanziere, die sich gleichzeitig mit mir in dem Raum befinden, weil ich mit denen eigentlich überhaupt nichts zu tun habe und weil ich mich in dieser Umkleidekabine nicht unter meinesgleichen fühle. So könnte man es nennen.
Manchmal mache ich auch noch so kleine Gedankenexperimente, die kommen mir erstaunlicherweise auch immer im Fitnessstudio, keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht, weil es da physisch wird und man mit der eigenen Körperlichkeit konfrontiert wird und der Körperlichkeit von Männern und Frauen und was es nicht alles gibt. Und aus irgendeinem Grund wird auch im Fitnessstudio immer noch mal so eine separate Frauenecke, wo dann nur so kleine Hanteln stehen, abgegrenzt, und da steht dann auch noch für Frauen oder irgend sowas, damit die da ihr eigenes Separé haben. Und habe ich mir mal überlegt, was würde jetzt eigentlich sein, wenn jetzt das Fitnessstudio, diese ganzen Fitnessräume, wo man irgendwie so Sportkurse machen kann oder mit Fahrrädern oder bla, alles wegdenken. Es gibt nur die Geräte, die ich wirklich benutzen möchte, irgendwelche Freihandeln oder noch ein paar Basic-Maschinen. Und die sind im Fitnessstudio alle doppelt vorhanden, ungefähr auf gleich großen Räumen. Einmal für Männer alles ausgestattet und auf der anderen Seite ungefähr ein gleich großer Raum, alles für Frauen. Die Art der Geräte und die Art der Hanteln sind trotzdem alle dieselben. Es ist halt nur einmal alles für Männer und einmal für Frauen ausgelegt. Wo würde ich denn hingehen? Und es gibt nichts anderes. Ja? Also das sind die einzigen beiden großen Räume. Und dann habe ich mir überlegt, tja, was würdest du... Identifizieren tue ich mich mit beiden nicht. Ich würde dann dahin gehen, wo weniger los ist. Und das ist wahrscheinlich die Frauenecke. Oder... wenn sie unterschiedliche Gewichte haben, also die Frauenecke hat ja oftmals die großen, schweren Gewichte nicht und die Männerecke hat dafür sehr wenig von den kleinen Gewichten, dann würde ich wahrscheinlich immer so hin und her switchen. Je nachdem, welche Übung ich gerade mache, brauche ich mehr von den kleinen Gewichten. Die gibt es dann in der Männerecke nicht, weil gerade wieder irgendjemand die irgendwo hingeschleppt und hingetan hat, wo man sie nicht wiederfindet. Da würde ich zu der Frauenecke gehen oder dort die Übung machen mit den leichten Gewichten, würde wieder zur Männerecke rübergehen, dort würde ich irgendwas mit den schweren Gewichten machen. Ich würde da so ganz opportunistisch und frech einfach hin und her wechseln. Und das zeigt mir auch wieder, nö, mir ist das vollkommen schnuppe. Mann, Frau, lasst mich damit in Ruhe. Das hat für mich keine große Bedeutung. Ja, Stichwort Pronomen, das ist ja auch so ein Thema, was gerade für die nicht-binären Menschen eine ziemlich heikle Angelegenheit ist. Da ist es mir ehrlich gesagt relativ egal. Also da muss ich sagen, da habe ich keine Präferenz, ob du nun er oder sie sagst zu mir. Beides ist gleichermaßen nicht korrekt. Zu beiden fühle ich mich nicht zugehörig. Also wenn du nun das eine oder das andere nimmst, fühle ich mich nicht mehr oder weniger geschmeichelt. Ich fühle mich ehrlich gesagt zurzeit noch durch das er etwas geschmeichelt, weil ich dann merke, dass es mir gelungen ist, aus meiner biologischen Herkunft auszubrechen. Und zwar so stark, dass jemand denken könnte, ich gehöre zum anderen Ende des Spektrums. Aber das ist jetzt auch so eine Sache, das ist halt meine momentane Situation, weil ich in diesem Körper, in diesem Status hier feststecke und versuche, in die andere Richtung zu streben. Und jedes Zeichen, dass es mir gelungen ist, ist einfach schön. Aber wenn man ehrlich ist, oder wenn ich ehrlich bin, kann ich mit dem R auch nichts anfangen. Darum, und selber irgendein Wort erfinden, ist mir ehrlich gesagt nicht den Aufwand oder die Mühe wert, weil ich am Ende definiere ich mich nicht über Pronomen. Ich definiere mich durch das, was ich bin, durch das, was ich mit mir selbst ausgemacht habe und irgendwelche Worte, als ob die irgendetwas an mir rütteln könnten. Das wäre ja noch schöner. Es soll mich jeder einfach so bezeichnen, wie es passend erscheint. Und wenn ich sehr weiblich rüberkomme, dann sollen sie mich halt Frau oder sie nennen. Aber bitte nicht Dame. Das ist echt bäh. Und ja, und wenn ich halt männlich rüberkomme, und das ist ja so mein Ziel, also so körperlich, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema, dann sollen sie mich halt er nennen. Und wenn sie nicht richtig wissen, ja, das ist mir auch egal. Dann fragen sie mich wahrscheinlich und ich werde ihnen dann sagen, ja, ist doch egal, oder? Wozu brauchen Sie diese Informationen? Denn bezeichnen Sie mich halt einfach so, wie es jetzt Ihnen gerade optisch am ehesten erscheint. Und dann überlegen die meisten Leute eine Weile, stellen fest, naja, so wichtig ist die Information jetzt vielleicht doch nicht, außer aus formalen Gründen, um sagen zu können, Herr X, Frau Y. Aber ansonsten, was braucht man diese Information? Ja, deswegen, Pronomen ist mir egal.
Aber das soweit für mich ist, dass ich mir erstmal sicher bin, zu welcher Kategorie oder wo ich mich jetzt im Gender-Spektrum einordne. Das war für mich zumindest schon mal ein relativ wichtiger Schritt. So ein kleiner Meilenstein. Und das fühlte sich für mich jetzt erstmal so als ein sehr wichtiger Schritt an, den ich in die richtige Richtung gemacht habe. Momentan habe ich so das Gefühl, mein Leben ist ein großes Spielbrett mit ganz vielen Feldern. Und wann immer ich irgendetwas geschafft habe, mich irgendwo geoutet habe oder irgendetwas in die Wege geleitet habe, was dann seine Wirkung entfaltet, habe ich immer das Gefühl, ich lege einen Schritt auf diesem Brett zurück. Und noch weiß ich nicht, wie viele oder bis wohin dieses Spielfeld mich führt, ob meine Reise schon relativ bald zu Ende ist und ich dann am Ende des Spielbretts angekommen bin oder ob es danach noch weitergeht. Oder das werde ich rausfinden. Mein Weg liegt sozusagen selber noch vor mir, verborgen. Aber es ist irgendwie befriedigend, wenn man das Gefühl hat, voranzukommen auf diesem Spielbrett, wo auch immer der Weg mich hinführt. Aber ich habe jetzt zumindest das Gefühl, es gibt einen und ich stehe zumindest nicht dumm rum und komme gar nicht voran. Insofern war das doch zur Abwechslung mal ein relativ positives und optimistisches Video. Hey, ich bin echt stolz auf mich. Vielleicht klappt es irgendwann nochmal wieder. Ich hoffe, auch ihr habt ab und zu mal so das Gefühl, so einen Meilenstein wieder erledigt zu haben. Und vielleicht entdeckt sich ja der ein oder andere in dem, was ich so erzähle und erlebe, wieder. Würde mich freuen, wenn ich euch damit mal helfen kann. Oder ihr vielleicht auch eure Geschichte manchmal wieder entdeckt und das Gefühl habt, nicht ganz alleine zu sein. Ich bin jedenfalls gespannt, wie es weitergeht und verbleibe euch bis zum nächsten Mal herzlichst als euer Kater Schnutz.